Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Unter Strom, der energiegeladene Podcast mit IT-Alleswisser und Elektroguides Doc Power und Mr. Cool. Hallo, 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 herzlich willkommen zu einem Podcast-Special, heute von der Also Spotlight. Ja, Michael, schönen guten Morgen, wie geht's dir? Guten Morgen, Stefan, mir geht's wieder besser. Ich bin wieder fit, auch wenn ich überhaupt nicht so aussehe. Und ja, du hast ja schon gesagt, heute mit einer Special-Folge von der Also Spotlight, für die Also Spotlight. Wir haben heute auch einen Interviewgast und wir haben, bevor wir den Interviewgast mal vorstellen, noch ein besonderes Special, und zwar zeichnen wir per Video auf. Gefällt mir persönlich gerade überhaupt nicht, aber so ist es. Und an alle Besucher der Also Spotlight, die uns quasi gerade live hören, hallo und herzlich willkommen. Und auch dir, Stefan Blome von der Also. Hi. Ja, guten Morgen. Hallo, grüßt euch. Guten Morgen. Wie geht's dir, Stefan? Sehr gut, vielen Dank. Sehr schön, sehr schön. Du hast dich ja bereit erklärt, hier bei uns in der Session uns quasi zur Verfügung zu stehen, Rede und Antwort, bei natürlich total kritischen Fragen, die wir jetzt gleich stellen werden, ja, weil die gespannt. Zuhörer wollen natürlich, oder auch Zuschauer, wir haben ja auch Zuschauer, wollen natürlich wissen, was machen wir eigentlich jetzt hier, ne? Ein Podcast, wenn wir ein Webinar haben oder eigentlich einen Webinar-Slot haben, ist ja so, nicht ganz gewöhnlich, aber starten wir mal. So lange haben wir nicht Zeit. Stefan, vielleicht für alle Zuhörer draußen auf Spotify, auf Apple oder jetzt gerade auch bei der Also Spotlight in Live. Wer bist du eigentlich und was machst du hier? Kannst du dich mal kurz vorstellen? Ja, sehr gerne. Ja, mein Name ist Stefan Blome. Ich bin seit 10 Jahren mittlerweile bei Also tätig, leite dort ein Vertriebsteam. Wir sind hauptsächlich verantwortlich für den Bereich des Lösungsvertriebs, machen sehr viel Projektmanagement und ja, kommen eigentlich immer ins Spiel, wenn es um die Vermarktung, Projektbegleitung im Bereich aktueller IT-Trendthemen geht. Deswegen natürlich auch heute der Bezug zur Spotlight sehr spannend. Werden wir ja gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen, denke ich mal. Absolut, genau. Und du sagst, ihr begleitet das Lösungsgeschäft oder werdet da tätig für die Kunden, die uns gerade zuhören oder auch für die Zuhörer da draußen. Ab wann ist das der Fall? Also ab wann würde man als Partner sagen jetzt, ja, jetzt ist der Moment, da muss ich zum Team von Stefan, da können die mir helfen. Ja, also im Prinzip haben wir es festgestellt, gerade so in den letzten Jahren sind natürlich die Anforderungen, die auf uns zukommen und die auch auf unsere Systemhaus- und Fachhandelspartner zukommen, gestiegen. Es geht also nicht mehr um das reine, ich sag mal, Hardware-Shipping, Product-Shipping, sondern der Bereich Services, Dienstleistungsunterstützung und Co. nimmt eine immer wichtigere Rolle ein. Gerade bei den Themen, die uns so begleiten im Markt, wird das auch immer komplexer. Weil eben auch einfach die Technologien komplexer werden. Und immer wenn es eben darum geht, nicht mehr das reine Product-Shipping zu machen, sondern vielleicht das ganze Projekt wirklich von der Analyse der Anforderungen zu beraten, bis hin zum Design, was brauche ich eigentlich für eine Gesamtlösung, bis hin zu verschiedenen Services, wie beispielsweise in der Finanzierung, ist es immer interessant oder immer mal ein Versuch wert, mit uns zu sprechen, sage ich mal, weil wir eben den 360-Grad-Blick auf solche Projekte haben. Okay, interessant. Frage von mir. Ihr seid ja jetzt bei der Also Spotlight eigentlich mit dem Hauptthema Cloud und Cybersecurity am Start. Jetzt stellt sich uns die Frage, Cloud Computing und Edge Computing, sind das aus eurer Sicht Freunde oder Feinde? Also so drückt das einfach mal aus. Ja, gute Frage tatsächlich. Ich würde sagen, wenn wir schon in dieser Terminologie sind, würde ich es eher als Kollegen bezeichnen. Sind natürlich zwei unterschiedliche Ansätze aus meiner Sicht. Wenn man einmal schaut, zentral im Bereich Cloud, dezentral im Bereich Edge. Finde ich sehr, sehr spannend, wenn man mal so ein bisschen zurückschaut. Wir haben ja früher so diesen Bereich gehabt, ganz, ganz viele zentrale private Datacenter. Dann kam so der Cloud-Hype auf, will ich mal sagen. Dann ging alles irgendwie, ich sag mal, in die Cloud. Alle Sachen wurden quasi zentralisiert. Und jetzt geht es wieder zurück quasi in die Dezentralisierung im Bereich Edge. Von daher würde ich sagen, es kommt natürlich extrem auf den Workload an, den ich begleiten möchte und auf das, was der Endkunde auch anfordert. Aber das eine schließt, sage ich mal, das andere nicht aus. Nein, ich würde sagen, es ergänzt sich.
Okay. Ich würde sagen, es ergänzt sich eher. Ich habe im Bereich Cloud natürlich eine schnelle, einfache Nutzung der Ressourcen. Ich habe zentrale Plattformen, die ich sehr einfach benutzen kann. Ich habe eine extreme Skalierbarkeit, diese ganzen As-a-Service-Optionen. Ich kann Sachen schnell hinzubuchen, schnell wieder herausnehmen, wenn ich es nicht mehr brauche. Mhm. Gerade im Bereich Analytics oder Archivierung habe ich natürlich einen extrem einfachen Zugriff auch auf kostengünstige Plattformen. Während ich beim Edge-Bereich natürlich, ja, ich sag mal, ja, im Bereich der sensiblen Daten bin, die ich vielleicht in Echtzeit bearbeiten will, wo ich Latenzen habe, die ich berücksichtigen muss. Und alles, was dann am Edge quasi, ich sag mal, prozessiert wurde, würde ja dann letztendlich irgendwann in die Cloud kommen, in der perfekten Welt, um es dann da abzulegen, zu analysieren, zu speichern. Von daher würde ich sagen, auf gar keinen Fall Feinde, eher Freunde, Kollegen. Also es ergänzt sich aus meiner Sicht. Ja, finde ich erstmal richtig gut, dass ihr das genauso seht, weil das ist ja das, was wir als Schneider und als APC bei Schneider Electric seit Jahren mittlerweile auch auf uns auf die Fahnen geschrieben haben, dass man wirklich beide Wege gehen muss, also einige Dinge in der Cloud, die anderen Dinge dann in der Edge-Lösung. Ja, das finde ich schon mal grundsätzlich richtig gut, dass es auch mal die Message irgendwo oder auch das Ganze im Markt so angekommen ist, ne? Genau. Stefan, ich habe zwei Stefans. Stefan B., Stefan, du bist ja bestimmt auch Hörer von Unterstrom und hast das ja auch mitbekommen beim Michel, der war ja bei uns zu Gast, Michel Ares, unser VP, und der hat das ja auch erzählt, ne? 28 Jahre Erfahrung, und es ist halt nicht das erste Mal, dass wir von einem zentralen Modell in ein dezentrales Modell wandern. Und wie du auch so schön gesagt hast, also am Ende des Tages ist der Speicherplatz in der Cloud meistens halt viel, 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 viel günstiger. Und was ich auch interessant fand, ein Punkt, den ich nicht vergessen wollte und es tatsächlich geschafft habe, was du gesagt hast, ist, dass man sehr schnell reagieren kann, ne? Gerade in diesem Jahr war es ja so, dass wir an einem gewissen Zeitpunkt oder das Unternehmen zu einem gewissen Zeitpunkt schnell reagieren mussten. Und wenn man dann ein vernünftiges Konzept hat, ja, eine Kombination aus Cloud und Edge Computing, ich glaube, dann war man schon unter den Gewinnern, die dann halt auch keine Einbußen hatten, weil die Mitarbeiter ins Homeoffice mussten oder sonst irgendwas. Ja, definitiv. Und da spielt natürlich nicht nur der Bereich Cloud und Edge Computing rein, sondern auch der Bereich Cyber Security. Also gerade in diesem Jahr, wo du schon angesprochen hattest, war es natürlich wichtig, dass Mitarbeiter auch quasi aus dem Homeoffice oder von anderen Standorten arbeiten können. Und da ist natürlich das Thema Cyber Security besonders wichtig, um auch weiterhin zu gewährleisten, dass das Netzwerk sicher ist, ne, und die Daten etc. einfach abgesichert sind. Ja, genau. Und in diesen ganzen Themenbereichen, du hast ja schon so ein bisschen erklärt, was die also da machen kann, was gerade ihr machen könnt im Solution-Business-Bereich. Welche weitere Unterstützung bietet denn Fachhändlern, Systemhäusern, Managed-Service-Providern, Systemintegratoren, um die Anforderungen der Endkunden halt erfolgreich zu meistern? Weil da ist es ja oft, der Endkunde kommt und sagt, ich will meine Customer Experience verbessern oder sonst irgendwas. Und dieser ganze Prozess, der dahinter steckt, dieses ganze Netzwerken, der Ausbau, die Lizenzierung und so weiter und so fort, da bietet ihr wahrscheinlich noch viel, viel mehr Unterstützung, die wahrscheinlich den Rahmen von 20 Minuten hier sprengen würden, oder? Ja, da könnten wir uns jetzt relativ lange mit aufhalten. Wie gesagt, das Solutions Business Team quasi, hatten wir ja eben schon angesprochen, ist uns besonders wichtig, weil wir eben festgestellt haben, wir müssen am Endkunden ansetzen. Wir müssen verstehen, was hat der Endkunde für eine Problematik? Wie können wir ihm helfen? Und wir müssen dann eben schauen, wie können wir aus unserem Bauchladen an Services, sage ich immer, wir haben ja nun wirklich sehr, sehr viele auch Tochtergesellschaften, die verschiedenste Services anbieten. Wie kann man da letztendlich den Partner enablen, die Endkundenanforderungen auch zu erfüllen? Und es ist ganz oft so, du hast es auch gerade ja schon anklingen lassen. Also wir können so viele Sachen anbieten. Man muss das nur irgendwie konsolidieren und in einen Gesamtkontext bringen und dem Kunden bzw. dem Partner dann in dem Fall eben anbieten aus einer Hand. Das ist was wir tun, eben im Solutions Business Team. Zum anderen geht es natürlich um unser gesamtes Services-Portfolio, was wir ansonsten noch haben. Da geht es zum einen um das Staging von Geräten. Zum Beispiel mit dem Bespielen von bestimmten Images, um eben Geräte schnell fit zu machen für die Auslieferung. Da geht es vielleicht auch um ein Labeling in dem Bereich, dass ich eben auch an Inventarisierung etc. denke. Ich hatte es eben schon angesprochen, der Bereich Finanzierung wird immer wichtiger.
Gerade Deutschland als relativ konservatives Land im Bereich der Finanzierung, würde ich doch mal schätzen, geht jetzt auch gerade wirklich in Richtung Leasing, Miete etc. Also das merken wir auch vermehrt, auch gerade in diesem Jahr, wo wirklich sehr, sehr viele Anfragen hinsichtlich der Finanzierung kamen. Ist natürlich auch ein Service, den wir mit anbieten und immer auf der Fahne haben, auch gerade im Projektkontext. Wenn es natürlich darum geht, die Geräte zu stagen, geht es irgendwann auch darum, die Geräte, ich sag mal, in Betrieb zu nehmen, vor Ort ein Rollout zu machen, Installationsleistungen anzubieten, vielleicht ein Monitoring anzubieten. Das heißt, wie komme ich letztendlich nach der, ich sag mal, Installationsphase in ein, ja, ich sag mal, Betriebskonzept? Wie kann ich Monitoringleistungen anbieten, um dem Endkunden wiederum auch, ich sag mal, schnelle Reaktionszeiten anbieten zu können? Mhm. Auch das sind Leistungen, die wir tatsächlich aus einer Hand bei uns in der Unternehmensgruppe anbieten können. Und du merkst, ich komme jetzt in den Redefluss, jetzt könnte ich noch viel mehr Services aufzählen. Ja, ist aber auch bei unseren Geräten. Ich habe die Uhr im Blick. Ja, ist aber bei unseren Geräten eine interessante Geschichte, weil ja auch klar, Managed Services sind in aller Munde. Jeder hat sich teilweise jetzt schon drauf spezialisiert und macht nur noch Managed Services. Aber die USV wird ja oftmals vergessen, beziehungsweise die ganze Infrastruktur. Und da bieten wir ja auch Lösungen an. Das heißt, das passt ja dann auch wiederum, weil für uns ist ja auch wichtig, dass unsere Kunden schon gewarnt werden, bevor was passiert. Also wenn zum Beispiel die Batterie in so einer USV nicht mehr die volle Leistung hat oder irgendwas anderes im IT-Schrank, die PDU nicht mehr richtig funktioniert oder irgendwas meldet, dass hier irgendwas im Argen ist, dass man dann schon reagieren kann, bevor wirklich was beim Kunden passiert. Ne? Ja, und das spielt ja auch in die Monitoring-Konzepte wieder rein. Ja, genau so ist es, ja. Ein Thema, was ich super interessant fand, oder das eigentlich das ganze Thema, was du gerade besprochen hast, ist natürlich sehr interessant, aber ist halt dieses, ich nenne es immer Plug-and-Play-Installation. Das heißt, der Kunde bekommt von euch die Images aufgespielt und so weiter und so fort. Ja, der bekommt also ein komplett fertiges System. Und ich finde es immer mega spannend, wenn man zum Beispiel eine Kette ausstattet. Nehmen wir mal einen großen Lebensmittel-Einzelhändler oder sonst irgendwas, was so in Deutschland gibt oder auch in mehreren Ländern gibt. Ihr seid ja auch in mehreren Ländern vertreten als also. Wir als APC sind weltweit vertreten. Das heißt, liebe Partner da draußen, wenn ihr mal ein einfaches Konzept umgesetzt haben wollt, ja, dann seid ihr hier an der richtigen Adresse, ne? Weil unsere Maschinen sind ja auch mittlerweile darauf ausgelegt und wir haben unzählige neue Produkte bekommen, die gerade in diesem Thema Edge Computing eine Rolle spielen. Kleiner, leistungseffizienter, genau diesen Anforderungen entsprechend. Und bei uns gibt's auch den Local Edge Konfigurator. Ich weiß nicht, ob du da schon mal mit in Kontakt getreten bist oder gekommen bist, Stefan. Aber da kann man ja auch ein komplettes Rack konfigurieren mit USV-Systemen, PDUs, mit Überwachungssystemen, mit Schränken und so weiter und so fort. Und auch externe Firmen, ne? Also wir haben ja auch Alliances mit den ganz großen Herstellern. Die sind ja dann auch alle damit drin. Genau. Und also, dann quasi wieder zu euch zurückkommen und sagen, pass mal auf, hier habe ich ein Grundkonzept, APC. Lass uns das mal fertig machen, inklusive Lizenzierung, inklusive Patches, Images oder was auch immer. Spannend. Also passt sehr, sehr gut zusammen, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Ja, ich habe auch noch eine Frage und zwar, ihr seid ja jetzt mit der Spotlight so einen neuen Weg gegangen, habt ja jetzt im Prinzip mal eine große virtuelle Geschichte auch aufgesetzt. Natürlich, das muss ja in der heutigen Zeit auch so sein, gerade aktuell, ne? Wir sind ja jetzt am 29. Oktober schon wieder angelangt dieses Jahr. Was versprecht ihr euch von der Spotlight oder warum habt ihr die Spotlight so jetzt ins Leben gerufen? Vielleicht kannst du da so ein bisschen was erklären, was auch für eure Partner, für eure Fachhändler und so die Veranstaltung dann als Mehrwert auch bringen soll. Ja, also ich würde sagen, prinzipiell geht es da hauptsächlich um zwei Säulen. Es geht natürlich zum einen darum, erstmal zu präsentieren, was passiert gerade im Markt, also unseren aktuellen Eindruck vom ITK-Markt eben wiederzugeben. Auf der anderen Seite natürlich zu präsentieren, was gibt es für Produkte, Services, Lösungen, was machen unsere Herstellerpartner. Also einfach, um einen Überblick zu geben, was passiert gerade, natürlich relativ komprimiert auf einen Tag, um eben einfach so einen Gesamteindruck mal zu vermitteln. Und die zweite Säule geht natürlich um den Austausch. Zum einen um den Austausch mit unseren Fachhandelspartnern, Systemhäusern etc., aber natürlich auch um den Austausch mit den Herstellern, um eben zu verstehen, wer legt den Fokus auf welche Themenbereiche. Ne? Wir sehen jetzt gerade im Bereich Edge Computing, das umtreibt relativ viele Hersteller, um einfach, ja, ich sag mal, dieses Hype-Thema nochmal aufzugreifen.
Wir haben die gesamte Spotlight mittlerweile auf MS Teams, also Microsoft Teams basiert, sodass man dann auch wirklich interagieren kann, miteinander in Kontakt treten kann. Na, das ist für uns besonders wichtig, dass man eben nicht nur ja, eine Frontbeschallung bekommt oder wie jetzt hier in dem Bereich etwas auf die Ohren, sondern eben auch, ja, ich sag mal, miteinander chatten kann, Fragen austauschen kann, in Kontakt treten kann, vielleicht nach den Präsentationen auch direkt mal in eine Projektsituation zu kommen. Also da würden wir uns natürlich sehr darüber freuen, wenn die Partner was hören, vielleicht im Podcast, vielleicht in den Sessions, einfach direkt auf uns zukommen, anchatten in den Teams-Meetings, sodass man da eben weiterhin persönlich in Kontakt tritt, weil ich glaube, weiterhin Geschäft wird zwischen Menschen gemacht, ihr kennt das Thema und wir müssen da einfach schauen, dass wir auch in diesen Zeiten, wo wir uns nicht persönlich treffen können, irgendwie in Kontakt bleiben. Und das geht natürlich mit den neuen Technologien relativ gut und da müssen wir eben das Beste draus machen. Ja, man hat so eine gewisse Distanz natürlich immer noch, ne, virtuell. Und ja, ich glaube, dass dasselbe, was man auch bei Präsentationen, Frontalpräsentationen hat, wer stellt die erste Frage? Das ist immer so ein bisschen, ich weiß nicht, die Leute genieren sich manchmal auch so ein bisschen. Ich könnte ja irgendwie was Falsches fragen. Also die Erfahrung haben wir auch schon in etlichen Sessions gemacht. Da können wir den Leuten aber vielleicht auch nochmal und den Partnern und Kunden sagen, wir beißen ja nicht und wir freuen uns über jede Frage und jede Anregung. Wenn ihr also da draußen zuhört und auch im Nachgang ne, was wissen wollt, dann könnt ihr sicherlich über das Portal der Spotlight auch noch direkt an uns herantreten, an die ISO herantreten und so weiter. Ne? Das ist also nicht das Problem, da sind wir ja für alles offen. Genau. Genau, das ist ja nicht das Problem. Alle Besucher der also Spotlight haben gerade gesehen, der Rudi Grammel hat uns ganz kurz besucht, war wohl aus Versehen in unserer Teams-Session drin, also nicht wundern, wir hatten keinen weiteren, da ist wohl irgendwas kurz schief gelaufen. Aber wir sind hier uncut, deswegen lassen wir es auch einfach drin. Genau. Stefan, die also ist ja einer der größten Distributoren in der Dachregion und von uns gerade von APC und ich glaube auch im Generellen. Hast du so einen Wink für die Partner von der ALSO und von APC gemeinsam, warum so viele Reseller vor allen Dingen euch wählen im APC-Business? Ja, also ich denke mal, dass liegt zum einen natürlich an unserer starken Mannschaft, die wir in dem Bereich haben. Also quasi die Kollegen, die tagtäglich wirklich auch mit APC zu tun haben, das Portfolio kennen, die Produkte kennen. Zum Teil die beiden Hauptkollegen bei uns in Deutschland machen das jahrelang. Also die kennen sich wirklich aus. Ein sehr eingespieltes Team, die beiden. Und ich denke mal, das merkt man einfach. Ne? Auch gerade in der Know-how-Vermittlung merkt man einfach, wenn jemand weiß, wovon er spricht. Ihr kennt das Thema. Beratung ist ja sehr sensibel. Ja. Zum anderen liegt es natürlich daran, dass der ganze Bereich APC-Business in unserem COC-Data-Center aufgehängt ist, so wie wir das nennen, also quasi zentralisiert, wo auch eben, ich sag mal, andere Hersteller aus diesem Bereich hängen, wo man eben Synergien nutzen kann. Ihr habt es eben selbst angesprochen. Ne? Ihr habt quasi den Konfigurator von euch, bekommt da vielleicht einen Server oder ein anderes System noch von einem anderen Hersteller mit rein, um eben die Lösung ganzheitlich erstmal aufzubauen, zu konfigurieren, um zu schauen, wie kann ich vielleicht die Synergie nutzen. Ich denke, das liegt zum anderen auch an einem engen Kontakt, den wir einfach haben als Unternehmen. Also wir kennen uns ja schon, ich sag mal, als Unternehmen ein paar Jährchen. Ja, und wir sind mittlerweile in 13 Ländern im APC-Bereich unterwegs. Das heißt, da haben wir auch wirklich viel Know-how, was wir intern austauschen können, um einfach die Partner noch besser zu beraten, um intern auch noch weiter dazu zu lernen von den anderen Kollegen in den anderen Ländern. Genau. Ich weiß nicht, ob du schon mal was von der APC Academy gehört hast, aber da haben wir auch natürlich unsere Distributoren vorgestellt und haben sie lebende Konfiguratoren genannt. Ja, genau. Und das kann man... Den Christian und den Jens natürlich da auch mit reingenommen, weil es sind, sie sind ja greifbar, also es sind ja wirklich keine Hotlines, wo man ewig wartet, sondern man ruft die Jungs an und dann gehen die ran und sagen, ja, hier habe ich die Lösung für dich, nach einer kurzen Beschreibung, was der Kunde für eine Anwendung braucht, das ist echt sensationell, ja. Macht auch Spaß. Grüße auch an die beiden dann an der Stelle. Genau. Und also das passt. Also empfinde ich genauso und das Zusammenarbeiten macht auch Spaß und ich habe da auch nichts Gegenteiliges gehört bis jetzt. Eine Sache, die du eben noch gesagt hast, und wahrscheinlich auch unsere letzte Frage, schade eigentlich, vielleicht kommst du uns nochmal besuchen, Stefan. Ich glaube, da sind noch einige Themen, die besprochen werden können, besprochen werden könnten. Und zwar, wir haben jetzt viel, oder du hast jetzt viel erklärt, dass Edge Computing schon auch auf der ALSO Spotlight jetzt sehr wichtig ist. Kann man aus deiner Sicht schon sagen, dass das Cloud Computing oder das Thema Cloud jetzt die Basistechnologie ist?
Also jeder, der jetzt nicht mit der Cloud arbeitet oder keine Komponente seiner Infrastruktur in der Cloud hat, sollte sich Gedanken machen, warum? Und da vielleicht mal den Kontakt aufnehmen, auch zu unseren Resellern, zu euch. Ja. Also definitiv, wenn man mal so ein paar Jährchen zurückschaut, als das ganze Thema Cloud oder das Buzzword Cloud aufkam, kann man ja eher sagen, hat sich ja auch jeder gefragt, naja, was soll ich jetzt damit machen? Und ich gucke erstmal, ob mir das wirklich Mehrwerte bringt. Und wenn ich das jetzt betrachte, kann man, glaube ich, sagen, dass die Cloud etabliert ist. Man kommt in manchen Bereichen um die Cloud nicht herum. Microsoft Office oder Microsoft 365, wie sie es ja jetzt nennen, ist, glaube ich, ein Beispiel dafür. Ich glaube tatsächlich, dass die Cloud die Grundlage schafft, um weitere Technologien und um weitere Trends einfach zu setzen. Ich denke, dass Edge Computing auch dazu gehört. Wenn man sich von Gartner mal diese Hype-Cycles anschaut und jetzt mal einen Hype-Cycle von vor 5 oder 6, 7 Jahren sich anschaut, dann stand Cloud eben am Anfang. Jetzt ist es bei Edge Computing so, dass das langsam auf dem, ich sag mal, aufsteigenden Ast ist. Und das wird natürlich weiterhin so sein. Und ich denke mal, wer jetzt wirklich sagt, Cloud brauche ich nicht und Cloud ist Teufelszeug und das wird sich nicht durchsetzen, darf gerne mal mit uns sprechen, weil ich denke, wie ist Internet, das setzt sich auch nicht durch, genau. Nein, der darf gerne mal mit uns sprechen, dass wir einfach mal drüber schauen, woran liegt es und ist es vielleicht so, ist es vielleicht nicht so, dass man einfach mal kurz klassifiziert, gibt es da irgendwo noch Vorteile, die man vielleicht noch nicht ausschöpft. Ja, klingt super. Perfektes Schlusswort, oder? Würde ich auch sagen. Dann also, ja, sind wir quasi schon mit unserem Podcast, mit dem Special rennt, ja. Heute von der Spotlight bei der ALSO. Vielen, vielen Dank, Stefan. Das war immer richtig gerne. Vielen Dank für die Einladung. Hört sich gut an und ich denke auch unsere Zuhörer haben da Spaß dran. Und dann würde ich sagen, habt einen schönen Tag, eine erfolgreiche Messe und wir sehen und hören uns. Ja, super. Eine Sache von meiner Seite noch. Hört auf Stefans Worte. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu den Themen Cloud Computing, Edge Computing und so weiter und so fort, geht auf die ALSO-Jungs zu, kommt auf uns zu und lasst uns einfach mal darüber sprechen. Und an alle, die es noch nicht gemacht haben, die Chance müssen wir jetzt nutzen, Stefan Knerisch. Ja. Alle, die es noch nicht gemacht haben, abonniert den Podcast, hört es euch an, unter Strom. Wenn es was für euch ist, gerne ein Abo dalassen. Wir sind überall vertreten auf Spotify, in der Apple Podcast App und so weiter. Und wir würden uns freuen. Ja, Dankeschön auch von meiner Seite. Stefan, die letzten Worte gehören dir. Stefan B. Genau, ich wollte gerade sagen, das war jetzt eine wichtige Information. Ja, wie gesagt, ich kann mich dem nur anschließen. Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt, dass wir hier miteinander sprechen konnten. Ich wünsche allen Zuhörern und allen, ich sag mal, Live-Besuchern der Spotlight noch viel Spaß heute, einen schönen Tag und ja, wie gesagt, wenn Fragen aufkommen, Ideen, Anregungen, kommt gerne auf mich zu. Super, macht's gut, viel Spaß noch. Tschüss. Tschüss.